liebe Freunde, zu Buzzerwisser, denn ich weiß es nicht. Weiß. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen zu meiner Rechten. Julia Mutix! Und zu meiner linken Wildcarderin Vanessa! Ja. Habt ihr auch mal Bock hier zu stehen, dann bewerbt euch in den Kommentaren und nennt mal bitte euren Bodycounts. Haut's rein in die Kommentare und werdet mit etwas Glück ausgewählt. So, seid ihr bereit? Total. Auf jeden dann Fall. Möge sich mein Buzzer entsperren und wir legen los. In welchem Land liegt die Stadt Kawasaki? Japan. Was sind Oldenburger, Haflinger und Hannoveraner? Vanessa, du wolltest buzzern. Ich glaube, sind Pferde. Das sind was, Pferde? Ich glaube Pferderassen, ja. Ah, die Haflinger. Zwei Punkte für einen Menschen, so schwer. Ich wollte buzzern, weil Julia so, ich dachte, es tut mir leid. War das von dir gespielt oder hättest du es auch gewusst? Hannoveraner wusste ich, dass es Pferd sind, aber ich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Okay. Okay. Hunde gesagt. Vanessa, du kommst aus Gießen. Richtig. Was gibt's in Gießen Tolles? Eine Sache, nenn mal, wo muss ich hin? Das Monkeys, ein kleiner Club unterirdisch. Ja, klein, süß, lustig, viel los. Du bist auch so ein Affe. Passt doch. Welche Haarfarbe hat jemand, der als Ginger bezeichnet wird? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wählt man mich nicht aus. Rot. Wie hieß die Republik, die zwischen 1918 und 1933 in Deutschland Bestand hatte? Julia. Ja, lass mich doch in Ruhe! Wie hieß die Republik denn? Ich kann jetzt nur raten. Ja. Das Ding ist halt, es würde voll peinlich sein wahrscheinlich, wenn ich jetzt... Preuß? Weimarer Republik. Weimarer Republik. Ja, genau. Das hatte ich sogar im Kopf. Ich habe einfach irgendwas gesagt, was mit Deutschland irgendwie ansatzweise zu tun hat. Preuß ist gar nicht so schlecht. Ich hätte DDR gesagt. Was ist der Plural von Mittwoch? Dennis? Also einen Mittwoch, zwei Mittwochs. Mittwoche. Nein, oder? Echt? Mittwoche. Zwei Mittwoche. Mittwoche. Ich kenne nur Kehrwoche. Welches australische Tier legt Eier, ist aber trotzdem ein Säugetier? Dennis. Legt Eier und ist trotzdem ein Säugetier. Ich hab's vor Augen, ich weiß, wie es aussieht. Ja? Die Eier legen aber Milchsau. Okay, keine Ahnung. Ja. Sag es, Chicheridu, keine Ahnung. Scheiße. Schnabeltier. Keine Ahnung. Vanessa, du studierst Biologie. Richtig. Was macht man da? Was lernt man da? Von Pflanzen über Tiere ist alles dabei. Schnabeltiere, Eierlegen. Ganz genau. Aktuell mache ich meinen Bachelor, das heißt, ich sitze im Labor. DNA, Hefezellen und so. Wie heißt der ehemalige Sprint-Superstar und achtfache Olympiasieger aus Jamaika? Verdammt. Usain Bolt. Ja. Irgendwie auch blöd, dass die Leute, die jemand anderen verdächtigen, überhaupt gar keinen negativen... Das ist eigentlich gemein, also zu sagen, ey, du bist dumm, du weißt das nicht. Ja, das ist eigentlich echt gemein. Alle Gespräche, die das Format hinterfragen, werden rausgeschnitten. Weiter. Die sind perfekt. Wie heißt die Hauptstadt von Jamaika? Dennis, du bist ein Geografie... Du bist ein Opfer, wenn es um Geografie geht. Du bist ein Null. Ja, jetzt kommt für dich der Hammer. Ja, ja. Jamaika-Stadt. Kingston. Also jetzt lachen wieder alle, oder? Klar, Kingston. Kingston, Sean Kingston, ist dir kein Begriff? Er hat gewusst, in der Reihe, bitte nein, ehrlich sein. Ich bin ehrlich, nein. Julia. Ja, ich hätte gewusst. Na klar. Ja, klar. Wie viele Jahre dauerte der Zweite Weltkrieg? Vanessa, ich glaube nicht, dass 12. du das weißt. 33 bis 45? Nein? 6. 6 Jahre. 39 bis 45. Scheiße, okay. Alter, dumm! Stimmt, 33 war ja die Hitler-Macht-Dingsbums. Und Fortuna Meister! Deutscher Meister. Welcher niederländische Maler schnitt sich ein Ohr ab? Julia, ich glaube nicht, dass du es weißt, obwohl du künstlerisch der Begabung bist. Hammer! Wenn ich einen Punkt mache, reißt es mir selber wieder ein. Ganz kurzer Punktestand. Wie steht's? Doch, Mo, ich bin jetzt Format. Was? Bitte, was? Einfach buzzern, vielleicht wird's aus. Eine tschechische Großstadt ist unter anderem für ihre Braukunst berühmt. Wie heißt sie? Pilsen. Pilsen. Prag. Was misst man mit einem Barometer? Julia. Barometer? Den Wasserspiegel. Keine Ahnung. Luftdruck. Luftdruck? Ach, stimmt, oh mein das Gott. Das Bar im Wort. Ja, genau, das Bar. Das Bar im Wort, hätte es verraten. Ja. Das hätte mir gar nichts verraten. Wen liebte Narziss?
Dennis, wen liebt ihr Nazis? Sich selbst. Narzisst? Deswegen Narzisst. Oh. Ja. Oh mein Gott. Ich bin zu dämlich. Ich bin klassisch zu dumm für das Format. Ich würde dir gerne widersprechen, aber ich mach's einfach nicht. Vanessa, du bist ein Serienjunkie. Oh ja. Welche Serie kannst du mir empfehlen, ohne die Plattform zu nennen, auf der die Serie... Alle Staffeln Bones, ne? Wenn ich das jetzt sage, weiß jeder, wo sie herkommt, okay. Aber ich stehe voll auf Blacklist. Ich mag hinter Gittern Rewatch. Walter, der Frauenknast. Ja. Können wir zusammen mal gucken, oder? Ja. Julia, guckst du Serien oder Filme? Ja, aber irgendwie selten. Im Moment gucke ich nichts. Ich habe einfach keine Freizeit. Ja, musst du ändern, mit der Love-Life-Balance. Richtig, find die Mitte. Wen liebte Ödipus? Dennis? Wen liebte Ödipus? Er liebte seine Kinder, keine Ahnung. 100 Leute. Seine Mutter. Seine Mutter. Das ist, wenn du Mami magst. Bisschen zu doll. Weiter geht's. Wen beschützt die Schweizer Garde? Benni. Kann ich dir genau sagen. Und zwar ist das der Papst. Hä? Hä? Falsch eingeschätzt. Benni kriegt 2 Punkte. Jo, Entschuldigung. So kürze ich mich langsam mal sicher. Wie viele Punkte hast du jetzt eigentlich? 2. Tust du an Gott glauben? Was? Tust du an Gott glauben? Wollen wir jetzt wirklich darüber reden? Ja. Nicht an das, was man so unter christlichem Gott versteht wahrscheinlich. Sondern du glaubst an... Ich glaube an die Kraft. Benni wird bei Die Passion nächstes Jahr wird er nämlich Myrrhe bringen. Ja, die Myrrhe. Okay. Und raucht den Weihrauch. Für wie viele Jahre wird der deutsche Bundespräsident gewählt? Vanessa nämlich nicht. Ich glaube, sie weiß auf jeden Fall. Ich werde mich für Julia entscheiden. Oh, ich hasse dich so sehr. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sag irgendwas, rate irgendwie die Zahl. 4? Es sind nicht 4, aber... Es sind 3. 5. Wow, voll lange. Ja. Ich hätte es nicht gewusst. Nee? Nein. Ich hätte gedacht, du weißt das. Ich hätte auch 4 geraten. 6, 6, 6, 2, 4. Alles noch drin. Wie heißt die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Das weißt du auf keinen Fall, Benni. Wenn du das weißt, ich habe euch die Knie fallen. Von wem? Sachsen-Anhalt. Nochmal was, von weiß. Sachsen-Anhalt. Dresden. Magdeburg. Fuck! Bei Geo-Sachen immer Benni. Ey. Um was für ein Instrument handelt es sich bei einer Stradivari? Es ist vielleicht blöd, aber Dennis? Die Stradivari kenne ich natürlich durch den Teufelsgeiger. Ist eine Geige. David Garrett, der Teufelsgeiger. Okay. Da hat eine Stradivari. Jetzt noch anpinkeln lassen, oder? Was hat er? Sich anpinkeln lassen. Oh Gott. Viele Grüße. Um was handelt es sich bei der blauen Mauritius? Vanessa? Was hast du gegen mich? Was ist los? Ja, genau. Ich weiß das, glaube ich, sogar. Du hast mir zu viele Punkte. Er hat genauso viele. Die blaue Mauritius klingt nach einer Blume. Was ist es? Briefmarke. Ja, natürlich. Okay. Die wertvollste Briefmarke. Wow. Hättest du es gewusst? Mit Sicherheit. Wie heißt das bekannteste und wichtigste männliche Sexualhormon? Testosteron. Mit welchem Zauberspruch öffnen Alibaba und die 40 Räuber die Felsentür zu einer Schatzkammer? Fuck! Ich wähle, ist richtig. Spontan richtig, ich wähle Benni aus. Sesam, öffne dich. Oh, Scheiße! Ja, das ist nicht gut. Welcher in den USA beliebten Sportart ging Michael Jordan in den 90er Jahren kurzzeitig nach, als er eine Auszeit vom Basketball nahm? Liebe Julia, ich bitte dich, diese Frage hoffentlich falsch zu beantworten. Ich habe sie nicht mal richtig verstanden. Michael Jordan, was hat er gemacht, als er kein Basketball gespielt hat? Golf. Nein, Baseball gewesen. Wie bei Looney Tunes im Film. Ach so. Ja. Space Jam. Punkt für mich. Was ist ein Tabernakel? Vanessa, bitte sag mir, was ein Tabernakel ist. Der Cousin von... Komm, Vanessa. Ich habe das schon mal gehört, das ist irgendwo in meinen hintersten Ecken. Ich habe das schon mal gehört. Mhm. Antwort. Ich will dir den Punkt nicht geben. Stress mich nicht. Tabernakel. 3. So eine Wahlurne oder sowas. Keine Ahnung. Kunstvoll gestalteter Schrein in der Kirche. Schrein. War gar nicht so weit weg. Oh, ja. Damit fehlt mir noch ein Punkt. Große Sieg. Wer prägte den Spruch, denn eins ist sicher, die Rente? Hä? Nee. Ach, scheiße, Vanessa. Ich wollte einfach nur, dass er nicht drücken kann. Keine Ahnung, Steinmeier. Norbert Blüm. Ja. Der Blümle. Ich hätte vielleicht noch Arno Dübel erwartet oder so. Tschüss, bin sicher. Wie vielen Zeitzonen gehört Russland an?
Dennis Wolter, bitte sage mir die Antwort, wie viel Zeit zu Russland besitzt. Dennis. 2. 11. Und ja, gewinne ich. Applaus. 11 Zeitzonen? Das Ding ist halt, das Ding geht über die halbe Welt. Das kann nur so viele Zeitzonen haben. Dennis. Ach Mann. Damit gewinne ich. Buzzerwisser, habt ihr Bock, hier auch mal mitzuspielen? Bewerbt euch gerne in den Kommentaren und schreibt euren Bodycount mal in den Chat. Du versaut heute, du ekelige Sau! Weil ich das will! Weil ich das aufgeheilt, die Kommentare. Räum ich mich auf! Wieder also für Julia! Und auch für Vanessa! Kommen wir jetzt zur tollen Endcard. Oben gibt es ein Video von Die Frage. Und zwar: Gefängnis als Neustart macht Knast krimineller. Und unten gibt es die letzte Folge: Buzzerwisse, Wisser. Denn ich weiß es nicht. Weiß. Tschüss!